Emmet ist der Name von einem Plugin für Texteditoren, das extrem helfen kann, HTML-Dokumente aufzubauen. Es ist eine Sammlung von Textkürzeln, wo man mit Tabulator-Taste kann, zu ganzen Bausteinen vervollständigen. Und das kann zum Beispiel helfen, wenn man sich nicht mehr erinnert, wie man etwas Bestimmtes schreibt. Und man kann auf einen Touch einen ganzen Haufen Ziele generieren. Man kann auch Blindtext generieren und es ist ziemlich einfach zum Bedienen. In CodePen und in Visual Studio Code ist es schon von Anfang an eingebaut und kann in HTML-Dokumenten gebraucht werden. Es gibt eine Webseite, die man hier sieht, die heisst emmet.io und dort ist dokumentiert, was alles dort drinnen ist in diesem Plugin und es gibt einen Film und so, aber das muss man sich eigentlich nicht anschauen. Ich selber kenne nur einen Bruchteil von diesen Funktionen und die helfen mir aber seit Jahren extrem. Und ich zeige das jetzt schnell. Für das gehe ich zuerst in Visual Studio Code. Dort habe ich eine neue Datei. Und jetzt aufpassen, die Datei, da steht Untitled, das heisst, sie ist noch nicht abgespeichert und in dem Moment weiss der Texteditor auch nicht, was für eine Programmiersprache da gefragt ist. Man sieht unten rechts steht Plaintext und nicht HTML. Anstatt das Dokument abzuspeichern mit einer HTML-Endung, suche ich hier HTML. Also ich klicke unten rechts auf Plaintext, tippe HTML und wähle das aus. Und jetzt sieht man unten rechts, dass die Programmiersprache auf HTML eingestellt worden ist. Und ab jetzt kann ich Emmet brauchen. Es gibt ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel kann man den Namen ohne die eckige Klammer, den Namen von einem Tag schreiben und dann mit der Tabulator-Taste vervollständigen. Und es gibt einem gerade beide Tags. Der Cursor steht zwischen den Tags und man kann reinschreiben. Was auch möglich ist, ist den Namen von einem Tag schreiben und dann mit dem Stern als Malzeichen und einer Zahl die Anzahl Tags, die man gerne hat, tippen und dann mit der Tabulator-Taste vervollständigen und dann kommt man in dem Fall zum Beispiel 12 Div-Tags über. Nochmal etwas anderes, was man machen kann, ist Verschachtelung. Ich kann zum Beispiel sagen, ich will einen Div und in diesem Div soll es eine Liste haben und das schreibt man mit dem größeren als Zeichen, also mit der eckigen Klammer. Und in dieser Liste soll es ein Listenelement haben, ein Li-Tag. Also ich schreibe zuerst den Namen von einem Tag, dann das größere als Zeichen. Dann nochmal den Namen vom Tag und dann nochmals größer als Zeichen und dann nochmal einen Tag. Und dann tue ich das vervollständigen mit der Tabulator-Taste. Und jetzt habe ich ein Div-Element, das ein UL-Element enthält und dort drinnen ist ein Listen-Element. Und das kann man natürlich kombinieren mit dem Stern und dann zum Beispiel das Listen-Element vervielfachen. Also ich kann zum Beispiel schreiben, Unordered List und dort drin ein Listenelement 5-mal und dann das vervollständigen und dann habe ich eine ungeordnete Liste, also eine Bullet Point Liste mit 5 Listenelementen drin. Und das kann man, so kann man sich beliebig ganze Verschachtelungen zusammenschustern. Zum Beispiel eine ungeordnete Liste, eine Bullet-Point-Liste, Entschuldigung, mit 3 Listenelementen, mal 3. Und dort drinnen soll es einen Link haben. Vollständigen. Und jetzt habe ich eine Link-Liste. Also zwischen den Li-Tags hat jeweils noch einen A-Tag. Der Cursor ist direkt zwischen den Anführungszeichen platziert. Ich könnte jetzt dort anfangen. Einen Link reinschreiben, zum Beispiel. Also so Sachen kann einem wahnsinnig Zeit sparen. Und wenn man sich nicht mehr genau erinnert, wie man den A-Tag schreibt, wie man einen Link macht,
Auch das kann man mit A einfach vervollständigen. Man sieht dann, aha, ja, da gibt es ein Attribut, das href heisst. Und etwas, was total hilfreich ist, ist, dass man sich auf einen Touch ein ganzes Dokument, eine ganze Dokumentenstruktur machen kann. Es gibt, das kennst du jetzt wahrscheinlich mittlerweile, es gibt für ein HTML-Dokument eine Struktur, wo zuerst steht, was für ein Dokumententyp das ist, und nachher der HTML-Tag, und da drin ist der Head-Tag mit der unsichtbaren Information und dann der Body-Tag mit der sichtbaren Information. Und ich mache das jetzt schon über 15 Jahre, aber ich kann mir nie auswendig merken, wie jetzt der Dokumententyp geschrieben werden muss. Ich weiss aber, dass das Ausrufezeichen drin hat und das langt. Ich schreibe das Ausrufezeichen und drücke auf Tabulator und dann habe ich die Grundstruktur vom Dokument. Es hat jetzt so ein paar Sachen drin, die vielleicht nicht unbedingt gebraucht werden, die wir auch wieder löschen können. Zum Beispiel brauche ich Ziele 5 wahrscheinlich nicht unbedingt. Das ist etwas, was man nur braucht, wenn man für ein Mobiltelefon layoutet. Und jetzt, ich brauche vielleicht auch die Angabe vom Zeichensatz nicht. Und ich brauche vielleicht auch nicht unbedingt die Angabe, in welcher Sprache dass das Dokument abgefasst ist. Aber ich komme den Dokumententyp über, den HTML-Tag, den Head-Tag und den Body-Tag. Und das ist etwas, was mir hilft, weil ich kann mir das einfach nie merken, dass man Ausrufezeichen Doctype HTML schreiben muss. Also das ist Emmet in Visual Studio Code. Und das Gleiche gibt es auch in CodePen. Ich habe jetzt, da ist es nicht nötig, eine HTML-Struktur zu schreiben, weil man hat eigentlich schon alles bis zum Body-Tag, auch wenn man den nicht sieht. Aber auch da gibt es vielfach Fälle, wo ich zum Beispiel eine Linkliste brauche. Das ist falsch, das muss es so heißen. Und dann, wie viele Listenelemente. Und dann das hinterste hintereinander mit dem Cursor und Tabulator drücken. Also das funktioniert auch da. Etwas, was es auch gibt in Emmet, ist Blindtext. Ich kann schon über Lorem und Tabulator drücken. Und dann komme ich ein paar Buchstaben, ein paar Worte. Und ich kann auch angeben, wie viel das ich will. Also wenn ich schreibe Lorem 1 direkt zusammengeschrieben und Tabulator, dann gibt es 1, wo 1 einmal Lorem. Oder ich kann sagen Lorem 3. Dann gibt es einen Satz mit 3 Wörtern. Und auch das kann man jetzt wieder kombinieren. Zum Beispiel kann ich sagen, ich möchte eine Liste. Und in dieser Liste hat es Listenelemente, zum Beispiel 4. Und dort drinnen hat es jeweils einen Link. Und zwischen jedem Link-Tag hat es ein bisschen Text, nämlich 3 Wörter. Und jetzt kann ich das vervollständigen. Und das gibt mir eine Linkliste. Hinter jedem Punkt in der Liste habe ich 3 Wörter, die sich unterscheiden, wo verlinkt sind. Das ist das Plugin Emmet, das in CodePen und in Visual Studio Code schon fest eingebaut ist.